Hallo liebe unbefiederten Zweibeiner draußen, ich hoffe es geht euch gut. In dem Video erwartet euch unter anderem, dass ich an den neuen Volieren weiterbaue, wo lange Stillstand war, bestimmt 3 Monate. Dann haben wir eine Uhu-Auswilderung und wir füttern ein paar Vögel in dem Video und es gibt noch andere Neuigkeiten, also bleibt dran. Bis gleich. Juhu! Digge! Ja! Auf geht's! Nein, doch! Oh. Bartkäuzchen lassen sich immer ja so schön ablenken. Und die Elisabeth jetzt zum Beispiel von dem Flugzeug, was da lang fliegt. Und da guckt sie genau hin, was da los ist. Ne? Wie kann ich nicht mal drehen, dass wir das gut sehen? So ist gut, Chad. Kannst du selber hingucken? Das Flugzeug sieht man nicht, glaube ich nicht. Da müsste ich zu sehr vergrößern. Aber Wahnsinn, wie neugierig die dann immer sind. Und das macht so richtig Spaß zu sehen, wie die sich sowas angucken. Wer will denn jetzt hier diesen europäischen Uhu aus? Der war sehr lange bei uns, weil der kam als Jungvogel, wurde bei uns von einem Ammen-Uhu großgezogen. So, und jetzt lassen wir den hier frei. Und ihr dürft dabei sein. Ich hoffe, es funktioniert alles. Und ja, dann gucken wir mal, dass das gut aussieht. Ja, ich bin hier gerade auf der Flugwiese und fütter die kleine Elsa. Und die kleine Elsa, die muss heute rupfen. Weil der Schnabel ist ein bisschen lang, der Unterschnabel. Da musste sich jetzt ein bisschen mal anstrengen. Gibt es hier nicht mehr kleine Bröckchen? Sie gibt sich richtig Mühe hier mit dem Futter. Die Elsa ist jetzt ziemlich fertig, also trage ich sie ins Bett. Unser neuer Shop ist ja seit ein paar Tagen online und da gibt es ganz coole neue Sachen. Wir haben einige T-Shirts, die es auch schon vorher gab, die gibt es aber jetzt direkt im Shop und da ist kein Link, wo man irgendwo anders hin muss. Und es gibt auch zum Beispiel ganz coole Tassen mit den Vögeln hier, also mit richtig tollen Bildern. Und da könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Natürlich gibt es auch in dem Shop unseren Kalender von 2024, den ihr ja auch schon aus dem letzten Shop kennt. Und es gibt die ganzen Erlebnisse wie eh und je. Falls ihr euch fragt, wer heute hier die Videos gemacht hat, das war natürlich Stanley. Der ist der beste Kameramann,
den ich mir hier überhaupt vorstellen kann. Ne? Also, Stanley, wie machen wir das? Also, pass auf, ich fange Video an und du nimmst auf, okay? Hallo, liebe Umfieder und Zweibeiner da draußen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, der Stanley, der ist heute Kameramann und ihr seht ihn gerade auch, wie der da an der Kamera rumfummelt. Aber das ist gar nicht der richtige Anfang. Den richtigen Anfang habt ihr natürlich schon gesehen. Aber wie der Stanley da hinten rumturnt, ich film das mal mit. Achso, ich wollte gerade sagen, ich film das mit. Aber du K.O., du machst echt nur Unfug, ne? Ja, hallo, lieber ungefiederter Zweibeiner. Ach nee, du bist ja ein befiederter Zweibeiner. Aber naja, du hast ungefiederte Füße. Auf geht's, Indy. Ja, auf geht's, komm. Hat aber einer keine Lust. Na komm. Sag mal, lass du mich aus oder was? Was ist bei dir denn schief gelaufen? Na, dann gehe ich wieder. Bis nachher. Storytime. Ich habe überlegt, wir könnten ja auch mal so erzählen, was so in der Anlage schon passiert ist für Sachen. Manchmal tagesaktuell, also beziehungsweise wochenaktuell, was so in der Woche passiert ist. Aber auch, was die herausragendsten Dinge sind, die bei uns im Kopf hängen geblieben sind. Jahren Erlebnissen haben. Und zwar gab es mal eine Frau, die hatte hier diesen Fips auf der Hand, ne, und die sagt so: Boah, Fips, du hast so schöne Augen. Also, Fips, deine Augen sind so schön. Und hat ihn halt eben auf der Hand gehabt. Und der Mann machte so Bilder von ihr und hat dann gesagt, als er da so am Bilder machen war: Ja, Schatz, die Augen sind schöner als deine. Das kam leider bei der Frau gar nicht so richtig gut an. Um nicht zu sagen, wenn sie eine Eule gewesen wäre, dann hätte sie ihn sicherlich gefressen. Ja, da merkt man mal den Unterschied, ob das meine Vögel sind oder Mamas Vögel. Indy Jones und Darth Vader sind aktuell Mamavögel. Da kann ich mich hier mit Futter abmühen, wie ich will. Da passiert mal gar nichts. Ne, Darcy? Obwohl. Und da hat was gezuckt in dir, Oh nee, das mach ich doch nicht. Nein, mach ich doch nicht. Warte, Darcy, ich komme näher. Komm mal. Oh nein, da hab ich Angst. Und jetzt vielleicht doch mal probieren? Ich bin's doch, Darcy. Du kennst mich doch. Komm hier. Vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid. Bis zum Schluss. Ihr könnt ja jetzt noch unseren Kanal abonnieren oder gefällt mir klicken, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. Kado, nochmal winken. Ja, schön winken für die Leute. Immer schön Tschüss sagen. Macht's gut. Könnt ihr noch auf ein weiteres Video klicken oder auf unsere Homepage und guckt mal, was euch gefällt. Und wenn euch was fehlt, dann könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Schreibt ihr, mir fehlt noch das und das auf eurer Homepage. Also macht's gut. Tschüss.